Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung von BLK Regional am Dienstagabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. 30 Minuten aktuelle Informationen aus dem Burgenlandkreis, die warten jetzt wieder auf Sie. Und wir haben natürlich auch gleich am Anfang unser erstes Thema. Und da geht es heute darum, was war denn so los in den letzten Tagen im Burgenlandkreis? Hier sind Sie, unsere Kurzmeldungen. Zur inzwischen 13. Weihnachtsshow der Sunflowers kamen am Freitag und Samstagabend über 1000 Zuschauer ins Hohenmölzener Bürgerhaus. In diesem Jahr hieß es Einsteigen in den Polarexpress. Und dieser fuhr 2 Stunden mit Höchstgeschwindigkeit, um den 191 Mitwirkenden ausreichend Zeit für ihre Auftritte zu geben. Einer der Höhepunkte dieser Reise war natürlich der Auftritt der kleinsten Tänzerinnen, die vom Publikum stürmisch gefeiert wurden. Am Samstagabend machte der Polarexpress dann einen kurzen Zwischenhalt, um besondere Passagiere zusteigen zu lassen. Wie jedes Jahr waren Vertreter der Kinderkrebsstation aus Halle eingeladen, um Geschenke für ihre Patienten entgegenzunehmen. Einhellige Meinung der Zuschauer nach diesen 2 Shows: Wir kommen nächstes Mal wieder. Eine DVD der gesamten Weihnachtsshow gibt es natürlich hier bei Ihrem BLK-Regionalfernsehen. Nicht zurück in die Zukunft, sondern vorwärts in die Vergangenheit sollte es am vergangenen Wochenende in der Naumburger Taverne zum 11. Gebot gehen. Zum einen gab es Dampfmaschinen zu bestaunen, aber auch Geräte des Steampunk konnten besichtigt werden. Unsere Adventsaktion im 11. Gebot machen wir seit ein paar Jahren, entweder am 2. oder am 3. Advent. Das wechselt sich immer ab mit den Gewölben. Und die nennt sich die Aktion Feuer im Hof, Dampf im Keller. Im Mai gibt es immer die Hofdampftage. Und dann haben wir uns gedacht, diese Präsentation von Dampfmaschinen, wo immer Wasserdampf eine Rolle spielt, ist in der kalten Jahreszeit eigentlich dann besonders wirksam. Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte, weil auch die Leute, die da sammeln und basteln, in diese Steampunk-Richtung gehen, wo moderne Geräte umgebaut werden, die, als wenn die aus alter Zeit kommen, so einen nostalgischen Touch. Und ich nenne das dann so immer wie ein Jules Verne-Kabinett, wenn man die Treppe runtergeht in den Keller und dann öffnet sich dann der Blick. Und das werden Sie ja nachher noch sehen. Nachher heißt hier in der kommenden Sendung, also werfen wir in der Zukunft den Blick zurück. Am 5. Dezember wird alljährlich der Tag des Ehrenamtes begangen. Auch bei uns im Kreis konnte Landrat Götz Ulrich Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich tätig sind, einladen und diese würdigen. Wenn Egon wieder einen Plan hat und diesen auch noch in der Kreisverwaltung des Burgenlandkreises umsetzt, dann muss da schon was Besonderes sein. Und das war es auch. Landrat Götz Ulrich lud am Mittwochabend viele Menschen, die sich im Landkreis ehrenamtlich engagieren, am Tag des Ehrenamtes in die Verwaltung ein. Den Abend eröffnete die Würchwitzer Olsenbande. Wen haben wir da getroffen? Das ist 17 gewesen. Da haben wir jetzt den verstorbenen Benny. Die natürlich wieder etwas stehlen wollten. Und zwar dieses Mal die Saale Unstrut-Koffer. Eine Versöhnung gab es natürlich auch, denn Egon aus Würchwitz hielt in seiner Hand ein Originalautogramm von den echten Benny, der echten Olsenbande. Dass der Naumburger Turm zum Weltkulturerbe geworden ist, das war eine Freude. Das müssen wir ausnutzen, diese Angelegenheiten. Danach war es Zeit, dass Ulrich den Abend mit seiner Rede eröffnete. In diesem Jahr galt die Würdigung Menschen und Gruppen, die sich um die Heimat- und Brauchtumspflege besonders verdient machten. Als Beispiel nannte Ulrich zunächst die vielen kleineren Weihnachtsmärkte, die in den Tagen von Lassa bis nach Zeitz stattfinden. Verehrte Damen und Herren, wenn man sehen will, wie verbunden viele Menschen mit ihrer Heimat sind, dann ist jetzt in der Adventszeit, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt dafür.
Seit dem vergangenen Wochenende gibt es in vielen Dörfern und auch in unseren Kleinstädten im gesamten Burgenlandkreis, sozusagen von Lossa auf der Finne bis nach Alsdorf bei Zeitz und noch darüber hinaus, Advents- und Weihnachtsmärkte. Und die meisten der Stände oder zumindest sehr viele von Ständen und Angeboten werden nicht kommerziell betrieben, sondern von Einheimischen. Nur für diesen einen Tag oder nur für dieses eine Wochenende veranstaltet. Und niemand stellt sich hinter einen solchen Stand, wenn er nicht eine ganz besondere Beziehung zu diesem Ort oder zu einem bestimmten Thema oder zu seinem Verein hat. Und die Freude ist natürlich groß, wenn viele aus dem Ort dann auch zum Adventsmarkt, zum Weihnachtsmarkt kommen oder sogar vielleicht noch Gäste aus den Nachbardörfern. In der Zeit des digitalen Zeitalters war erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen sich für ihre Heimat einsetzen. Und auch der Landrat würdigte das in seiner Rede. Aber je globalisierter und digitaler unsere Welt wird, umso mehr brauchen wir auch ein Pendant zu dieser Uferlosigkeit. Natürlich sind die neuen Freiheiten der digitalen Welt verlockend. Da gucke ich gerade die jungen Leute an, die ja gerne vor diesen Geräten sitzen, liegen, hocken, wie auch immer. Aber sie sind auch gefährlich. Sie können Menschen, wenn man so will, entwurzeln, die eigentlich nie auf der Flucht waren. Und daher, ich glaube, das muss ich Ihnen allen nicht sagen, daher brauchen wir auch einen Ort auf dieser Welt, an dem wir uns auskennen, an dem wir uns sicher fühlen, dessen Schönheit wir genauso kennen wie seine schlechten Seiten. Heimat ist unsere Nahwelt, die verständlich ist und in der sinnvolles Handeln möglich ist. Heimat ist also, wenn man so will, genau der Gegensatz zu Fremdheit und zu Entfremdung. Dann war der große Moment gekommen. Der Landrat würdigte das Wirken mehrerer Vereine, wie zum Beispiel den Heimatverein Bad Kösen, der das Brunnenfest organisierte. Den Weißenfelser Bismarckturmverein, der mit 4.200 ehrenamtlichen Arbeitsstunden zur Erhaltung des Bauwerks beigetragen hat, sowie der Freiburger Gästeführerverein. Eine ganz besondere Würdigung galt danach Rolf Kirsten aus Hohenmülsen, der zu den Gründern des Heimatvereins Zeitz Weißenfelser Braunkohlerevier gehört. Er erhielt die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt. Der Tag des Ehrenamtes ist ein jährlich am 5. Dezember abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Das haben Sie sicher auch schon erlebt. Sie wollen Ihren Papiermüll entsorgen, aber die blaue Tonne ist brechend voll. Was nun? Einfach daneben legen? Wir haben uns einmal bei der Abfallwirtschaft zu diesem Thema schlau gefragt. Die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd betreibt das System der Sammlung von Papier, Pappen und Kartonagen im Rahmen einer Behältersammlung, die durch die Entsorgungsgesellschaft durchgeführt wird. Das System samt Fahrzeugtechnik und Mitarbeiterhandhabung ist insgesamt darauf ausgerichtet, dass die Wertstoffe in den blauen Tonnen gesammelt und in dieser Form zur Abholung bereitgestellt werden. In Ausnahmefällen konnten in Teilen des Landkreises auch die selten daneben gestellten Pappen oder Kartonagen mitgenommen werden. Alles gut und schön, aber irgendwie gibt es hier doch noch etwas Klärungs- bzw. Informationsbedarf. Es steht doch immer noch die Frage im Raum, ja, was macht man nun, wenn die blaue Tonne voll ist? Wie viel darf daneben gestellt werden? Ja, also im Laufe der vergangenen Monate hatten wir mit einer extremen Zunahme der Nebenablagerung, so nennen wir das, zu tun. Und diese Beistellung haben eben auch ein bisschen überhand genommen, sodass wir gezwungen waren, ein paar Festlegungen zu treffen, was diese Beilagung betrifft. Was bedeutet das jetzt für die Bevölkerung? Das bedeutet ganz konkret, dass wir im Ausnahmefall diese Nebenablagerung mitnehmen, betrifft allerdings nur die privaten Haushalte, nicht die Gewerbetreibenden. Und diese Beilagerungen bekommen bestimmte Vorgaben, wie zum Beispiel, sie müssen gebündelt sein, sie müssen trocken uns bereitgestellt werden und sie dürfen mengenmäßig auch nicht das Volumen einer zweirädrigen Tonne überschreiten. Also es darf nicht mehr sein, als eigentlich in eine zweirädrige Tonne nochmal passen würde.
Das ist besonders wichtig, gerade im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Denn da fällt ja doch sehr viel Verpackung an. Also, es muss, wie bereits schon erwähnt, gebündelt werden. Genau, es sollte geschnürt werden, also es sollte festgezurrt sein, sodass es eben auch nicht lose irgendwo bereitsteht oder in Kartons lose bereitsteht. Das wird nicht mitgenommen durch das Sammelunternehmen. Ansonsten empfehlen wir wirklich den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie das vor der Eingabe in die Tonne zerkleinern. Das muss nicht bis ins kleinste Stück sein, aber so, dass es eben nicht unnötig verkantet und der Platz, der an der Tonne eigentlich sehr ausreichend dasteht, eben nicht genutzt werden kann. Und die, die auch mal mehr Mengen haben, das fällt gerade zur Weihnachtszeit oder auch Osterzeit an, dem stehen die Wertstoffhöfe, die 3 Wertstoffhöfe zur Verfügung. Da ist von Montag bis Samstag auch jemand da, der das annimmt. Da kann man jederzeit diese Mehrmengen auch mal hinbringen. Oder die zweite Möglichkeit, die wir unseren Bürgerinnen und Bürgern bieten, ist, eine zweite Blautonne zu bestellen, kostenfrei. Das ist möglich. Man kann eine zweite Tonne bestellen. Genau. Müsste man kurz formlos schriftlich hier zu uns schicken und also so einen kleinen Antrag stellen und dann würden wir innerhalb einiger Wochen diese bereitstellen. Ganz wichtig dabei, die zweite Tonne muss der Grundstückseigentümer bestellen. Also lose oder in Kartons oder anderen Behältern gestapelter Abfall, sprich Papier, Pappen und Kartonagen, bleiben dann von der Entsorgung ausgeschlossen. Und übrigens, die Annahme bzw. Abgabe beim Wertstoffhof ist für private Haushalte gebührenfrei. Kolberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Kolberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Anna-Magdalena-Bach-Straße und in Rasberg. Im EKZ Schöne Aussicht in Leisling, in Gera-Langenberg und in Tröglitz. Kolberner Wurstspezialitäten. Denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. In einigen Tagen feiern wir ja das dritte Adventswochenende. Was gibt's bis dahin und am Wochenende für interessante Freizeitmöglichkeiten? Wir haben in die Kalender geschaut und für Sie die schönsten Termine zusammengestellt. Am Samstag, den 16. Dezember, findet rund um die Weißenfelser St. Marienkirche ein historischer Handwerker-Weihnachtsmarkt mit Chören, Musikanten und Schauvorführungen statt. Beginn ist um 11 Uhr. Die Geschichte des Stollens. Was, das geht nicht? Oh doch. Mit Kraft der Fantasie, Ihrer Fantasie, entdecken Sie das Wort und nehmen Sie kurz vor Weihnachten Steimle beim Wort. Dresdner Christstollen ist gebackener Glaube, denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Die Würde des Stollens ist unantastbar. Perfektes braucht keine Veränderung. Dresdner Christstollen ist perfekt. Kommen Sie, hören Sie, kosten Sie. Guten Appetit wünscht Ihnen Ihr Uwe Steimle. Und das sollten Sie sich am Samstag, den 15. Dezember, im Zeitzer Theater Kapitol auf keinen Fall entgehen lassen. Beginn ist hier um 19.30 Uhr.
Auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen, das können Sie am Samstag und Sonntag, den 15. und 16. Dezember, auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in Hohenmölsen. Mit selbstgestalteten Geschenkideen, leckeren Naschereien, Grillspezialitäten, Suppen, köstlichen Heißgetränken und vielen anderen Überraschungen präsentieren sich hier die Vereine der Stadt auf dem Weihnachtsmarkt und freuen sich natürlich auf Ihren Besuch. Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, den 15. Dezember, wird zum 17. Mal Deutschlands größter Märchenumzug durch das vorweihnachtlich gestimmte Finnestädtchen Bad Bibracin ziehen. Punkt 15.30 Uhr zieht das lebendige Märchenbuch langsam durch die Stadt und präsentiert in vielen Bildern die bekannten Märchen der Kinderzeit. Ob Schneewittchen, Schneeweißchen und Rosenrot, Aschenputtel oder die Goldene Gans, sie alle sind hier zu Gast und ziehen zum traditionellen Weihnachtsmarkt im Bürgergarten. Im Fachhof gleich nebenan erwartet sie ein Kunsthandwerkermarkt. Traditionelle Gewerke wie Drechsler, Schmied, Besenbinder, Kräuterfrau und ein Falkner stellen ihre Arbeit und ihre Produkte vor. Auch viele bekannte Gesichter aus Politik und Weinbau werden wieder unter den Teilnehmern sein. Um 13 Uhr wird bereits der Weihnachtsmarkt und der Handwerkerhof feierlich eröffnet. Es muss nicht unbedingt der Louvre sein. Kunst kann man auch in der Ausstellung der Brandsanierung in Weißenfels bestaunen. 12 der Kunstwerke, die kann man sich sogar kostenfrei in die eigenen 4 Wände hängen. Wie das geht, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserem Beitrag. Das aktuelle Jahr geht seinem Ende zu, das neue Jahr steht vor der Tür und für das neue Jahr braucht es natürlich einen Plan. Oder anders ausgedrückt, einen Kalender. In der Weißenfelser Brandsanierung wurde der neue Kalender der Stadtwerke Weißenfels am 5. Dezember offiziell vorgestellt, enthält dieser doch Kunstwerke Weißenfelser Gymnasiasten. Der Kalender wird von den Stadtwerken jährlich neu aufgelegt und erfreut sich großer Beliebtheit. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr gedacht, wir suchen die Kooperation zu Frau Simon und den Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums und setzen das Ganze unter das Thema Energie. Und es war wirklich überraschend, wie vielfältig und wie auch vielfältig in der Technik und in den Farbgebungen die Ergebnisse sind. Und wir haben uns dann ganz schwierig die Besten rausgesucht und die sind schlussendlich im Kalender gelandet. Zu den Bildern im Kalender ist es dazu gekommen, wir hatten also unterschiedliche Themen, die wir bearbeitet haben. Im letzten Jahr im Zusammenhang auch mit einer Ausstellung, die hier stattfand, zum Sonnengesang des Echnaton, haben wir in unterschiedlichen Klassenstufen an diesem Thema Sonne, Sonnengesang, Licht gearbeitet. Und da sind also zum einen recht verschiedene Arbeiten entstanden, zum Beispiel Collagen mit Schülern der 8. Klasse, malerische Werke. Zum Thema Licht mit den Elftklässlern. Es sind auch Fotografien entstanden, eher zufällig. Die passten dann plötzlich zum Thema, weil eben das Thema Licht und Sonne thematisiert wurde. Wobei die Schüler da nicht gezwungen waren, an diesem Thema zu arbeiten. Die suchen sich dann auch eigene Themen in der 11. und 12. Klasse. Wir hatten aber zum Teil im Vorfeld schon an diesem Thema gearbeitet, weil wir fanden, dass es ein spannendes Thema ist. Wir haben das also im Kunstunterricht und Frau Simon auch im Religionsunterricht besprochen. Und es gab eine Ausstellung in der Marienkirche in Weißenfels. Auch zu diesem Thema mitarbeiten unsere Schüler. Da das Jahr nur 12 Monate hat, fanden leider auch nur 12 Motive darin Platz. Die Bilder habe ich nicht mit ausgesucht, wir haben die eingereicht und Frau Simon hat in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Stadtwerke die Auswahl getroffen. Und die Bilder, die wir jetzt hier sehen, die gehen ja über dieses Thema hinaus. Da hängen jetzt nur zufällig also noch Bilder zum Thema Licht, Sonne und so weiter. Das ist ja die erste Kinder- und Jugendtriennale des Burgenlandkreises, die hier in den Räumen stattfindet. Da haben also unterschiedliche Schulen des Burgenlandkreises Schülerarbeiten eingereicht. Das Thema war frei und wir finden also hier Arbeiten von Schülern der Gymnasien, aber auch der Sekundarschulen von Klasse 5 bis 12. Und da hat sich eine unabhängige Jury vor, ich sag mal, ungefähr 4 Wochen hier zusammengefunden mit Künstlern und Kunstlehrern. Und die haben aus diesen ganzen eingereichten Arbeiten eine Auswahl getroffen.
mit den Ergebnissen, wenn ich sie dann hier sehe, wenn sie also so sind, dass man sie auch ausstellen kann, dann ist man natürlich sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz auf das, was die Schüler geschafft haben. Wobei man bei den Kleinen ja noch mehr anleitet und sich dann auch darüber freut, wenn sie die Hinweise aufnehmen und es dann auch entsprechend wird. Und die Großen, die sind dann schon sicherer in dem, was sie machen und die arbeiten da sehr eigenständig. Da muss man nicht mehr so viele Tipps geben. Zur Bildkomposition beispielsweise. Wie sorge ich dafür, dass ein Bild spannend wird und gleichzeitig ausgewogen ist? Gibt man Tipps zur Farbe oder gibt vielleicht auch mal einen Tipp, wenn die Idee sich nicht einstellen möchte, die eigene Idee. Wenn man eine Malblockade hat, genau, oder so eine kreative Flaute. Der Kalender hat eine Auflage von 1400 Stück und kann bei uns im Kundenservice gerne abgeholt werden und wir stellen ihn unseren Kunden gerne kostenfrei zur Verfügung. Für den Förderverein des Goethe-Gymnasiums gab es eine Spende in Höhe von 500 Euro von den Stadtwerken. Die besten Bilder sollen noch prämiert werden. Also es wird nochmal eine Zusammenkunft geben mit den Künstlern und Kunstlehrern. Da wird eine Auswahl getroffen, welche Bilder sollen jetzt auch nochmal besonders prämiert werden. Wir haben hier einige Bilder, die sind schon richtig berühmt. Zum Beispiel die Wintersonne dort drüben. Die hing also in der Marienkirche. Jetzt hängt sie hier und immer im Kalender ist sie auch zu sehen. Und es gab, glaube ich, auch schon Kaufangebote. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Wie gewohnt am Dienstagabend schauen wir jetzt auf den regionalen Sport. Und was war denn am Wochenende sportlich so los? Wir sagen es Ihnen. Wer hat wie, gegen wen gespielt? Der Sport im BLK-TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis. Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Die Mannschaft von Blau-Weiß-Zobau musste am Samstag bei der WSG Chemie Leipzig ihr Können unter Beweis stellen. Und die Blau-Weißen waren sich im Klaren, dass es kein leichtes Spiel werden wird. Denn Chemie Leipzig steht immerhin auf Rang 2 in der Tabelle. Und das bekamen die Blau-Weißen mit einem Endstand von 6:1 auch zu spüren. In der Landesklasse 7 reiste Wacker Wengelsdorf am Samstag nach Merseburg und man trennte sich mit einem 1:1 Unentschieden. Erfolgreich war dagegen die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels gegen die zweite Mannschaft vom Blau-Weiß-Zorbau. Sie siegten auf heimischen Rasen mit einem 3:1. Die Elf von Rot-Weiß-Weißenfels trennte sich von den Kickern des SV Große Grimma mit einem 1:1 Unentschieden. Herrengosserstedt unterlag zu Hause mit 0:1 der Mannschaft vom 1. FC Zeitz. Und auch Laura musste sich gegenüber der Mannschaft vom FC RSK Freiburg mit 0:2 geschlagen geben. In der Handball-Oberliga unterlagen die Mannen vom HC Burgenland bei Concordia Delitzsch mit 32:24. Trotz der Niederlage stehen die Domstädter weiterhin auf Platz 3 und Concordia Delitzsch hat sich vom 10. Platz auf den 9. Rang verbessert. Und auch für die Damen vom HC Burgenland lief es am Sonntag nicht gerade optimal. Mit einem 24:38 unterlagen die Domstädterinnen der Mannschaft aus Riesa. In der Handballverbandsliga empfing am Samstag die zweite Mannschaft vom HC Burgenland das Team von der HG Köthen. Die Domstädter unterlagen zu Hause mit 29:32. Und auch die Mannen vom WHV mussten beim SV Anhalt Bernburg mit 20:15 eine Niederlage einstecken. In der Volleyball-Oberliga unterlag Rot-Weiß-Weißenfels dem Magdeburger LV Einheit mit 1:3.
Am letzten Spieltag vor der Feiertagspause hatten die Geiseltaler Wölfe den ESV Lok Elsterwerda zu Gast. Mit 6:2 konnten die Wölfe zu Hause ihre weiße Weste wahren. Durch diesen Sieg bleiben die Wölfe weiter Tabellenführer in der zweiten Bundesliga Nordost. Jetzt heißt es, beim vorgezogenen Pokal-Achtelfinale des DKPC-Pokals beim amtierenden deutschen Meister Rot-Weiß Zerbst Nerven zu behalten. Danach können Sie in die verdiente Feiertagspause gehen und die Akkus für die anstehenden Aufgaben wieder aufladen. In der Kegelverbandsliga hatte Grün-Weiß Langendorf den SV Fortuna Kainer zu Gast und die Hausherren gewannen souverän mit 6:2 Punkten. Auch in der Begegnung SV Germania Schafstedt gegen die zweite Mannschaft von Geiseltal-Mücheln stand es am Ende 6:2 und die Punkte blieben somit beim Gastgeber. Auch das Team von Grün-Weiß-Granschütz ließ zu Hause nichts anbrennen und man trennte sich von der ersten Mannschaft vom Blau-Weiß-Könnern mit einem 5:3-Sieg. Zum letzten Heimspiel des laufenden Jahres hatten die Granschützer den SV Blau-Weiß-Könnern zu Gast. Die Grün-Weißen hatten noch eine Rechnung offen, hatten sie doch klar 8:0 im Hinspiel verloren. Auf ein 8:0 konnten die Grün-Weißen zwar nicht unbedingt hoffen, sind doch die Granschützer-Bahnen für jede Mannschaft gut spielbar, das sich dann auch im Laufe der Begegnung bewahrheiten sollte. Die Gäste begannen sehr stark und so mussten die Anfangsstarter Alexander Stark und René Zemisch beide Punkte den Gästen überlassen. Aber im zweiten Paar lief es besser. Lutz Kanold und Thomas Müller spielten beide sehr gut und konnten trotz des sehr guten Spiels der Gäste mit einem knappen Vorsprung die beiden Punkte gewinnen. Das letzte Starterpaar mit Lothar Fuchs und Ralf Erfurt musste nun die Entscheidung bringen. Es ging nur noch um Sieg oder Niederlage. Beides war noch möglich. Alle vier Spieler spielten sehr gut und am Ende teilten sie sich die Punkte. Aber die Mannschaftspunkte blieben aufgrund des sehr guten Spiels von Ralf Erfurt, der endlich mal wieder die 600er Marke knackte, in Granschütz. Und so endete das Spiel 5:3. In der Landesliga Süd konnte sich am Samstag die erste Mannschaft vom VfB Scharnhorst mit 6:2 gegenüber dem Team vom SSV Wolferode durchsetzen. Und die Wählitzer nutzten ebenfalls ihren Heimvorteil für sich aus und mit einem Endstand von 7:1 blieben die Punkte wieder einmal im Rippachtal. In der Landesklasse Staffel 4 stand Aufbau Zeitz beim SV Borgwerben auf der Bahn und verlor mit 5:3 Punkten. Die Mannschaft von Germania Schafstedt begrüßte am Samstag die Grün-Weißen aus Granschütz und gewann mit 6:2. Der SV Teuschern hatte zwar Heimvorteil, konnte diesen aber nicht nutzen und sie unterlagen mit 3:5 den Keglern vom KSV Flemmingen. Die dritte Mannschaft vom SV Geiseltal-Mücheln trennte sich zu Hause mit einem 5:3-Sieg von Lok Weißenfels. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Höchste Zeit für unseren Blick aufs Wetter. Ja, eigentlich ist es immer noch untypisch, unser Wetter, für die Zeit vor dem großen Fest. Da sollte es eigentlich schneien oder zumindest kalt sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Temperaturen im zweistelligen Bereich, viel Wind, Regen und von Schnee nichts zu sehen. Aber vielleicht in den nächsten Tagen. Wir schauen gemeinsam auf unsere Wettervorschau für den Burgenlandkreis. Am Mittwoch fällt aus einer geschlossenen Wolkendecke leichter Regen oder Sprühregen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 2 bis 4 Grad. Dabei weht ein schwacher von Nordwest auf Nordost drehender Wind. In der Nacht zum Donnerstag ist mit nach Südwest abziehenden Niederschlägen und nachfolgend einzelnen Auflockerungen zu rechnen. Bei schwachem Nordostwind liegen die nächtlichen Tiefstwerte bei minus 1 und minus 3 Grad. Am Donnerstag ist es sehr wolkenreich und vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Die Chancen auf Sonnenschein sind äußerst gering. Die Quecksilbersäule klettert nur noch bis auf 1 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es meist wolkig, vorübergehend kann die Bewölkung auch stärker auflockern. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei minus 1 Grad. Und auch am Freitag ist es überwiegend bedeckt. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 2 Grad.
Es weht ein mäßiger, felsböiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Das war sie schon wieder, unsere Dienstagabendsendung bei BLK TV. Ich hoffe, auch für Sie waren interessante Themen mit dabei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Freitagabend zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle. Bis dahin haben Sie noch eine schöne Restwoche mit nicht zu viel Stress für die Vorweihnachtszeit. Machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.